Ja, guten Morgen. Ich bin heute mal auf einer Tagestour unterwegs, hier in Obermörlen, Richtung Winterstein, der ist da oben. Hier unten am Ortsausgang gibt es ein schönes Plätzchen, hier kann man grillen, da ist sogar eine Feuerstelle. Es ist ein bisschen laut, weil es hier direkt an der Straße ist, finde ich jetzt nicht ganz so toll, aber um legal sich einen Kaffee mit einem Feuerchen warm zu machen oder ein bisschen was zu üben, ist es auf jeden Fall in Ordnung. Heute schneit, es ist um die 0 Grad und da werde ich mir es heute mal ein bisschen im Wald gut gehen lassen. So, also das ist das Plätzchen. Hier ist eine Feuerstelle. Da ist halt gleich die Straße. Ist auch schon okay. Ein bisschen ein Schutzhütchen, wo man noch grillen kann. Und hier geht es gleich dann in den Wald zum Winterstein hoch. Ein Bach ist auch noch da, ein bisschen Parkmöglichkeiten. Falls man sich hier mit ein paar Leuten verabreden möchte oder treffen möchte, kann man das hier sicherlich sehr schön machen. Ja, kleines bisschen bergauf hier quer durch den Wald, schon schön. Vielleicht kriege ich ja so meine Frühjahrsmüdigkeit oder meine Wintermüdigkeit in den Griff. Eider Daus, was haben wir denn hier? Also ich muss dazu sagen, der Winterstein, das war früher ein Truppenübungsplatz von den Amerikanern. Und da sind wir auch mit unseren Geländewagen früher immer ein bisschen Offroad gefahren. Das wurde zwar nicht so gern gesehen. Inzwischen haben die Amerikaner das Gelände wieder abgegeben und es wird renaturiert. Und sagen wir mal, in 10 Jahren, ich habe jetzt keine alten Bilder, mal schauen, ob ich noch irgendwas in meinem Fundus finde, wie das Gelände hier mal aussah, als die Amerikaner noch da waren. Und ich zeige euch dann mal, wie die Natur sich das Gelände zurückerobert hat. Ja. Gehen wir doch mal da rein. Ja, ist schon ziemlich fetter Beton hier. Mal eine Nacht hier verbringen, warum nicht? Ne?
Finde ich jetzt gar nicht so schlecht hier oben. Sind überall so Kuhlen und Löcher. Die Amerikaner, denen war das wurscht. Die sind hier mit ihren Panzern durchgefahren. Haben sich da teilweise eingegraben. Als ich noch ein bisschen jünger war, sind wir da auch mit den Mopeds schon hier rumgedüst. Und da erinnere ich mich an die eine oder andere Geschichte, wo wir mit unserer Garelli hier auf dem Platz waren. Und das sah aus wie eine kleine Pfütze, also mitten im Weg fahren wir dann rein. Ja, da plötzlich waren wir bis zum Hals verschwunden. Es war dann irgend so ein Panzerloch, wo der sich eingegraben hatte. Und das hatte man nicht gesehen. Das war schon lustig. Ja, also das hier ist das Gelände. Früher, das war hier eine einzige Matsche. Sonst gar nichts. Inzwischen ist das wohl auch Naturschutzgebiet, soll das irgendwie sein. Ja. Denkt mir gar nicht, dass die Natur so ein jahrzehntelanges durch den Acker gehacke, die haben ja dann auch alles liegen lassen. Hier konnte man früher so die Patronenhülsen finden und auch von diesen Platzpatronen oder was die da haben, Essensreste, Ausrüstungsgegenstände. Hier lag also überall alles rum. Ne? Inzwischen ist das nicht mehr so. Eine kleine Sache habe ich noch. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, trage ich mein Messer lieber etwas tiefer. Und dazu habe ich mir hier eine von diesem Rucksackband eine Schlaufe noch drum gemacht. Sieht jetzt nicht so toll aus. Ich hätte das viel lieber aus Leder. Und zwar hat es den Grund, dass ich meine Jacke dann nicht immer so rauf und runter machen muss. Ja? Sondern wenn das hier unterhalb von der Jacke hängt. Und wenn jemand sowas machen kann, eine coole Lederscheide, natürlich hier mit einem Halter für einen Firesteel, vielleicht auch zwei Löcher für ein Beinband oder Beingurt. Und das Ganze hängt etwa 15 cm tiefer unterhalb vom Gürtel. Der Vorteil ist halt, dass ich das einfach schneller zur Hand habe und nicht dann hier die Jacke hoch und dann da rumgucken. Das funktioniert ja meistens nicht so. Also wenn es da jemanden gibt, der sowas herstellen kann, für ein gutes Geld natürlich. Das hier ist mein Real Steel des Bushcraft 2. Und ich finde das halt sehr angenehm, das Messer so zu tragen. Und deswegen ja, ist das hier halt meine Lösung mit diesem Band. Heute bin ich ja hier übrigens auf dem Winterstein unterwegs und ich finde es hier gar nicht mal so schlecht. Birkenwald, Buchenwald, schon schön, ja. Ginstern, lauter Ginster. Ja, so viel dazu, wie lange so Plastikmüll im Wald braucht. Hier läuft schon seit 20 Jahren nichts mehr und das hier ist sicherlich von so einem Ehepaar gewesen. Von den Amerikanern. Natürlich hebe ich es gleich auf und nehme es mit, auch wenn sich das jetzt nicht unbedingt so lohnt. Ich habe hier teilweise noch so von Sandsäcken Reste gefunden. Das Zeug, das vergeht ja nicht. Das braucht ja ewig. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Jahre hier oben schon keine Manöver mehr gemacht wurden, aber ja. So viel dazu, wie lange sich das hält. So, jetzt werden wir ein kleines Mittagspäuschen machen. Heute auf die Schnelle gibt es ein Süppchen.
als Lektüre vom Saki das Buch Waldläufernahrung. Ich wollte ja ein bisschen so eine Baumbestimmung machen. Hier übrigens immer schön Müllsäcke dabei, damit man auch sein Zeug ordentlich entsorgen kann. Da bin ich dann immer schon pingelig, glaube ich. Falls ihr das noch nicht kennen solltet, ist das so eine alte Farbdose. Da habe ich ein bisschen Steinwolle reingemacht und so ein Gitterchen drauf. Das ist jetzt mein mobiles Kocherchen. Dazu von dem Notkocher dieses Gestell. Und das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Wollen wir mal warten, bis das Ganze ein bisschen Temperatur hat. Dann können da nämlich die Nudeln rein. Also hier wachsen Rohrkolben. Da sehe ich hier gerade die Wurzeln und jungen Stängel kann man abschälen und den inneren weißen Teil roh oder gekocht essen. Aber das wissen wir ja alle schon. Diese Wurzelstöcke enthalten viel Stärke. Dann kann man sie trocknen und zu einem Mehl zerreiben. Das ist doch schon mal gut. Mehl ist doch immer gut. Ein Rohrkolbenmehlbrot. Ich glaube, das ist mal eine Sache. Es schneit.
Die kann man sich schon ein bisschen rumdrücken. Ja. Ja, ich bin mal ein bisschen lauter hier im Wald, weil ich habe ja keine Lust, die Wildschweine zu erschrecken. Das sieht hier teilweise ziemlich zerwühlt aus und da kann ich mir gut vorstellen, dass die sich hier auch rumdrücken. Ja. Also, dann pfeife ich ein bisschen und so. Und quatsch ein bisschen in die Kamera. Und ein bisschen pfeifen. Ja. Ich bin hier ja immer noch auf dem Winterstein. Bewege mich da jetzt so Richtung Auto zurück. Wird aber sicherlich noch einen Augenblick dauern. Ich sag dann schon mal Tschüss, danke fürs Zuschauen.